Die aufmerksamen Zuschauer von Ihnen haben es sicher schon bemerkt. Es hat sich am Standort des festen Blitzes in Zwickau-Oberplanitz etwas verändert. Am Dienstag dieser Woche hat die Stadt Zwickau genau an diesem Platz eine neue, fest installierte Geschwindigkeitsmessanlage angebracht. Statistiken zeigen, dass hier in der Vergangenheit rund 3000 Verstöße im Jahr geahndet wurden. Das waren im Schnitt 9 am Tag. Stillgelegt werden musste die alte Anlage 2020, weil es durch Verschiebungen im Sensorbereich in der Fahrbahn nicht mehr möglich war, einen dauerhaften Betrieb zu gewähren. Der neue Blitzer steht nun genau am Ort des alten. Wie von der Stadtverwaltung Zwickau mitgeteilt wurde, kommt die neue Anlage ohne Sensoren im Fahrbahnbereich aus. Aus diesem Grunde hofft man sich eine längere Lebensdauer. Zur Beruhigung sei erwähnt, dass die Anlage noch nicht scharf geschalten worden ist. In Betrieb genommen werden kann der Blitzer erst, wenn die Eichung vorgenommen worden ist. Also, trotzdem ist Vorsicht geboten.